Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badland an all diese Ablänge da draußen. Und mach mal, kann ich auch T-Shirts kaufen anscheinend. Okay, ich starte mit Fury. Stimmt, es wurde ja mal gewünscht, dass ich mal komplett im Akzent spreche, aber ich glaube, so drin bin ich in meinem Akzent gar nicht. Ich kann es ja mal probieren. Ja, Herrgott Sakra, führt die miteinander zu einem neuen Dark 2. Dark 2. Na, muss ja auf Ender drücken. Ich weiß aber auch nicht manche Worte auf im Bayerisch. Führt die miteinander, los geht's, ja. Ah, jetzt machen wir es alle clean da. Ja, so ein Geschmarri da. Oh mein Gott. Hilfe, Hilfe! Vergiss meine Furies nicht. Oh je. Lass nochmal. Na, das ist ein blödes Geschmarri da. Mit dem Clooney da. Das ist. Nee, das kann ich nicht. Ich kann nicht ganz so sprechen und mich konzentrieren. Wow. Boah, da habe ich ordentlich welche durchbekommen. Kommt alle nach. Wow. Huhu. Ah. Yay. Die Stelle war jetzt gerade irgendwie, habe ich nicht gerafft. Ja, ich war auch nur plötzlich durch und dachte mir so, okay, da bin ich durch, ne? Vorsicht, der bewegt sich. Der wabbelt. Sprengen. Ach, yes. Ah. Na, das war ja gemein da. Ja. Was ist denn das? Das sind Wabbelschwabbels. Da hast du mich vergessen. Ja. Da rollst du echt noch rein. Wir müssen kurz warten. Hör auf mich. Warum hast du mich geschippt? Hab ich gar nicht. Aber wohl. Ich gar nicht. Es trifft schon immer die richtigen. Hättest du sterben müssen. Aha. Oh. Einmal schieben, schieben, schieben. Was ist das da vorne? Yes. Siehst du, wie ich dich gerettet habe? Ich bin so edel. Ich glaube, das fällt runter, oder? Und das fällt hoch? Das fällt runter? Ah! Dieses... Wow! Das rotiert Schmarri da. Ich bin ja eh nur so ein Fake-Franke. Ich komme ja aus Sachsen-Anhalt. Ich müsste eigentlich so sprechen, weil da komme ich eigentlich her. Ne? Ich komme ja aus Sachsen-Anhalt und meine Verwandten kommen aus Thüringen. Also wenn ich schon einen Akzent habe, dann müsste ich so sprechen. Ne? Das andere ist ja nur so ein. Ich glaube auch nicht. Hörst du auf, mich die ganze Zeit durchzusetzen? Ich habe gar nichts gemacht. Du bist die ganze Zeit in mich reingeflogen. Gar nicht. Wir müssen uns schrumpfen. Wir müssen überall die Schrumpfdinger aufnehmen, ansonsten kommen wir nicht mehr durch. Was hast du gemeint davon, dass das nicht richtig? Ja, ich weiß, ich habe mir so stark den Akzent abtrainiert, deswegen... Es war eben eine Mischung aus Schwäbisch und Sächsisch, was du geredet hast. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt auf Schwäbisch komme, weil Schwäbisch komme ich ja überhaupt nicht her. Und du redest irgendwie immer Schwäbisch, wenn du irgendwie versuchst, einen Akzent nachzumachen. Ja, was ist denn das da für ein blubberndes Geschmarri da? Ja, Herrgott, vierte Sakrament. Jetzt mische ich auch noch Akzente miteinander. Ja, wir müssen durch diesen dreckigen... Wie soll man denn da durchkommen? Vielleicht hier unten? Guck mal, da unten kann man da drauf hüpfen. Weißt du? Immer da, wo dieses Bröckelnde ist, da. Ah, jetzt hab ich's. Du musst oben lang gehen. So. Und bum bum. Ja. Sachen, die intelligent sind. Einfach mal unten drunter stellen und oben mal den... Okay. Und oben einfach mal alles aufmachen. Ich hab's versucht. Ich hab's doch so versucht.
Ja, mein. Ja, mein. Ja, oh, ja, mein. Oh. Puh. Flop, flop, flop. Und jetzt? Ach, ich bin da unten. Scheiße, ich hab das. Ich dachte eben echt kurz, ich bin oben und habe mich gewundert, dass ich da unten dagegen fliege. Warten Sie! Warten Sie! Ich kann nicht warten! Hier kommt die die Stachelwindkanone! Oh, ich kann mal hier hochschieben. Ich dachte, ich bin jetzt gerade der Hintere. Ich habe mich gerade gewundert, dass ich durchgekommen bin. Vorsicht! Wir nehmen den scheiß Stachelball gerade mit, denn der ploppt uns von hinten. Nein! Vorsicht! Wer baut eigentlich solche Level? Ja. Und wofür? Irgendein kleiner Flauscheball-Sadist. Es ist so romantisch. Tada! Yay. Schau mal, das sind gar nicht mehr so viele Punkte. Wir haben schon voll viele ausgemalt. Das in der Mitte ist, glaube ich, dann nur noch dieses Day 2 Special. Mhm. Am Anfang dachte ich, wir haben irgendwelche Welten verpasst, aber jetzt ist es wieder so rötlich. Merkst du das? Jetzt sind wir wieder in diesem nächsten Abschnitt. Das wird immer rötlicher am Ende. Toll. Ja. Habt ihr denn das Gefühl, da fliegen die Teile schneller als wir? Siehst du das? Hm. Oh. Ja. Was ist denn das für Akschmadidor? Warum geht das nicht auf? Du musst immer, glaube ich, an die Mitte kommen, damit das irgendwie aufgeht, siehst du? Das ist halt wie so ein Sensor. Sensor. Haha. Oder um ein Dingsmist. Ich habe einen blauen Schimmer. Ich habe voll. Ach, ernsthaft. Egal. Hier ist er auch direkt ein Speicherpunkt. Super. Weil du wieder nicht abwarten kannst hier. Nein. Ich habe mich für dich geopfert. Ja. Dann müssen wir wieder die Kanone drehen. Wahrscheinlich fliegen wir schon mal zurück. So, schieben Sie die Kanone. Nein, nein. Schieb. Oh, haha. Das war echt so ein Duselgewusel. Oh, ich habe es befürchtet. Und darf nicht anecken. Ravi, lass mich da erst durch, wenn du es nicht kannst. Bravo, bravo, die Tauben sind so weich. Quietsch, quatsch, Taubenmatsch, wir machen sie alle. Lass mich jetzt halt mal vor. Oh, nein, nein, nein. Kennst du es? Bravo, Trauben. Quietsch, quatsch, Traubenmatsch, du machst sie. Sie wollen fliehen, doch keiner kann sich dir entziehen. Ah, Traube heißt das Spiel. Oh. Was ist das? Du wirst von einem komischen Viech verfolgt. Oh. Wir werden mit Kanonenkugeln beschossen. Folgt dem Fury, der weiß, wie es geht. Oh. Haha. Oh. diese Kugeln immer so durch uns durchballern. Sind wir jetzt irgendwie größer als eben? Ja. Wow, warum musste gerade dein Führender von der Kanonenschlag getroffen werden? Guck mal, da atmet was. Hey, wir kommen gut voran. Weiß nicht, haben wir noch Zeit für eine? Ja. Hammer. Denn jetzt mal in der dritten Welt sind wir jetzt, glaube ich, von vieren ja schon wieder. Wir kommen gut voran. Knopf drücken. Schwerkraft. Nein. Und Schwerkraft runter.
Ja, man muss da vorne bleiben. Ja. Muss man den überhaupt betätigen, den Schalter? Ja, ich glaub schon. Lass uns das mal nicht machen. Ja, doch, sonst kommen wir hinten nicht durch. Sehr gut. Hat fast bei mir funktioniert. Da oben ist eine. Ein Knöpfle. Super. Hatte. Das hat es jetzt voll gebracht, dass wir da so viele bekommen haben. Wir sind direkt alle wieder. Ja. Nein, ich habe den Schwabbelwabbel gebraucht. Bouncy, bouncy, bouncy. Na. Bouncy wird wieder weg. Was ist denn das? Da oben der Knopf. Nein. Der Knopf, der Knopf. Das war knapp. Die Kreissägen sehen irgendwie. Ich traue ihnen nicht aus. Dieser Knopf. Okay. Oh. Nein. Go, go, Kali. Bing, bing, bing. Aus dem Wasserhahn raus. Haha! Wow! Da sind sie wieder alle weg. Und ich heiße Low Gravity mit Rotieren und sonst wie was dazu. Das ist echt unangenehm. Das Rotieren ist das Unangenehmste. Ich komme dann absolut nicht klar. Konzentriert euch mal auf das Rotieren und auf den Punkt. Hä? Jetzt ist man da schon wieder tot. Wow. Mikro klein machen. Ach, jetzt bist du kastenförmig, genau. Du musst kastenförmig bleiben am besten. Weil kastenförmig kann er nicht kaputt gehen. Ja. Yay! Wir kommen super, super voran. Damit aber auch tschüss für heute und bis zur nächsten Folge.